Mitstreiterinnen und Mitstreiter, da sind wir wieder. Und wir stehen weiterhin für zwei starke Krankenhausstandorte im Hohenlohe-Kreis. Nicht da ist wieder die Presse, die HZ, aber das ist ja verständlich. Heute ist ja der Tag der Pressefreiheit und da hat die Presse wohl frei. Ansonsten ignoriert sie uns ja einfach. Denn die Pressefreiheit schließt ja keine Berichtspflicht ein. Aber wir haben heute Abend auch ein aktives Presseorgan da. Sie kennen ja das da, das Geschwätz, gell? Und da haben wir die Herausgeberin da, Frau Dr. Sandra Hartmann. Und die möchte heute ein bisschen was zur Pressefreiheit sagen. Frau Dr. Hartmann, ich darf Sie bitten, hier dem Mikrofon sich näher zu geben. Hören Sie mich alle? Ja. Es freut mich sehr, dass ich heute Abend hier sein kann und mit Ihnen zu sprechen. Heute ist ja tatsächlich Tag der Pressefreiheit, das wusste ich bis vor kurzem noch gar nicht. Zuallererst, ich denke, nicht jeder wird das Magazin Geschwätz kennen. Deswegen werde ich es trotzdem noch mal kurz vorstellen. Uns gibt es nicht wirklich lange. Uns gibt es erst seit ungefähr 6 Monaten. Wir erscheinen monatsweise. Und wir schreiben journalistische Hintergrundgeschichten aus dem Kocher- und Jagsttal. Also alles, was es Neues gibt in Politik, Wirtschaft und Soziales. Und wir haben von Anfang an die Berichterstattung um das Krankenhaus zuerst nur mitverfolgt und dann auch aktiv angefangen zu recherchieren und nachzufragen und nachzubohren und manchmal auch etwas unbequem zu werden. Wir haben mit vielen verschiedenen Seiten gesprochen. Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Herrn Neumann, mit der Stadt Künzelsau, mit dem Landratsamt, mit dem Herrn Neeth. Wir haben mit Ärzten gesprochen, wir haben mit Mitarbeitern gesprochen, mit Patienten, mit Investoren möglichen, die sich hier den Standort angeschaut haben. Wir haben mit Kreisräten gesprochen, was nicht immer einfach war, aber wir wollten uns selber ein umfassendes Bild geben, denn ich denke, es ist wichtig in der Presse, dass jede Seite zu Wort kommt und jede Seite gehört wird. Ich möchte Sie nicht mit 1000 Details und Belanglosigkeiten hierzu nerven, das geht auch zu sehr ins Detail. Ich möchte heute an dieser Stelle sagen und betonen, dass wir einen demokratischen Rechtsstaat haben. Und in diesem und dieser Rechtsstaat beinhaltet zum Glück eine Meinungsfreiheit und eine Pressefreiheit. Und Sie alle, wie Sie hier stehen, und Sie stehen mit Sicherheit nicht zum ersten Mal hier, viele stehen von Ihnen seit Wochen hier, seit Monaten hier und kämpfen für das Krankenhaus und haben die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch eine glückselige Wendung geben wird. Und das verdient allerhöchsten Respekt, das möchte ich an dieser Stelle sagen, dass Sie sich einsetzen mit ganzem Herzen für diese Region und mit Engagement dabei sind. Denn nur so kann aktive Demokratie funktionieren und gelebt werden. Und es werden wieder Zeiten kommen, die sind schon da eigentlich, wo wir selber als Bürger wieder aktiv unsere Rechte auch einfordern müssen. Wo wir aufstehen müssen, wo wir rausgehen müssen, wo wir öffentlich Farbe bekennen müssen für das, was uns wichtig ist. Und ich finde es vorbildlich und löblich, dass Sie, jeder einzelne Bürger, das jede Woche machen. Bei Wind und Wetter, bei Regen, bei Sonnenschein, bei Schnee, bei Kälte. Und genau das, genau dieses Engagement, dieses Herzblut können Sie und müssen Sie und sollen Sie von jedem lokalen Politiker hier ebenso einfordern. Und hier
haben sie nicht nur das Recht zuzuhören, wenn sie eingeladen würden, alle halbe Jahre zu einer Bürgerversammlung, sondern sie haben das Recht und es ist auch ihre Pflicht, nachzufragen, nachzubohren bei lokalen Politikern, wo sie wissen, sie sitzen vielleicht im Kreisrat, beim Bürgermeister, beim Landrat und zu fragen, ich möchte gerne was wissen, bitte geben Sie mir Antworten. Sie haben das Recht auf Antworten und Sie haben auch das Recht auf Information. Und es kann... Es wird von diversen lokalen Politikern gesagt, ja, da können wir leider nichts sagen, das dürfen wir nicht, das verbietet die Pflicht eines Aufsichtsratsmitglieds oder jetzt sind wir ja momentan in einem Bieterverfahren, da dürfen wir auch nichts sagen. Es gibt viele, viele Dinge, die in der Vergangenheit nicht optimal gelaufen sind, um es mal euphemistisch zu sagen. Und es ist die Pflicht und auch das Recht eines Politikers, darüber zu sprechen in einem Dialog und diese Dinge, die schiefgelaufen sind, transparent zu machen und nicht einfach die Mauer hochzuziehen und zu sagen, da habt ihr kein Recht drauf, dazu sagen wir nichts. Das ist rechtlich nicht in Ordnung und das sollten Sie als Bürger auch wissen und dafür eintreten, dass man dazu Stellung nimmt. Ich weiß, es ist auch nicht immer einfach, das ist auch für uns nicht immer einfach, so eine Berichterstattung zu machen. Schnell wird dann mit der journalistischen Sorgfaltspflichtkeule um sich geschmissen, wenn wir nicht genau die Pressemitteilung 1:1 abdrucken, sondern vielleicht selber recherchieren und selber nachbohren und vielleicht auch mal bei der gegnerischen Seite, bei anderen Seiten anfragen und bei anderen Quellen anfragen und diese dann auch veröffentlichen. Aber ich denke, wenn wir das nicht machen, dann passiert gar nichts. Jawohl. Es ist gerade im ländlichen Raum so, dass wir ein Riesenproblem haben, dass wir, und das sagen auch diverse lokale Politiker, diverse Kreisräte, dass man genau weiß, dass es jetzt schon eine Riesenkluft zwischen Stadt und Land gibt. Und diese Kluft wird nicht kleiner. Und es wird uns immer mehr natürlich weggenommen. Und wir müssen es von den lokalen Politikern fordern, auch manchmal Rückgrat zu zeigen und manchmal zu sagen, jetzt kämpft doch mal für eine Sache, nickt nichts alles ab, probiert bitte euer Möglichstes. Und wenn wir als Bürger das Gefühl haben, dass das Möglichste getan wurde, ist das in Ordnung. Aber dieses Gefühl stellt sich momentan bei unseren Recherchen nicht ein. Es ist auch so, wir haben ja auch mit Investoren gesprochen, die waren begeistert von Künzelsau. Also die haben Künzelsau ganz hoch gelobt, das hat uns selber sehr geschmeichelt. Wir sind von hier, man weiß es oft gar nicht zu schätzen, was wir hier haben. Wir sind zwar eine Provinz, wir sind auf dem Land, aber wir haben ein unheimlich starkes Wirtschaftswachstum. Diese Kombination ist selten und nicht sogar einmalig in ganz Deutschland. Und dieses Krankenhaus, das hat mir auch ein Investor gesagt, diese Stadt verdient ein Krankenhaus. Ich kann es uns nur wünschen und ich kann es jedem nahelegen, dass wir uns mit aller Kraft noch dafür einsetzen, egal ob es die Bürger sind, die Politiker, die Presse, dass wir dürfen natürlich nicht blauäugig sein, aber ich denke nur in einem direkten, offenen Dialog, in einem Kommunikationsaustausch, ohne Worthülsen, sondern wirklich ehrlich, direkt, kann es vielleicht noch möglich sein, die Wende zu schaffen, aber wie gesagt, dazu gehört ein ehrlicher, ein offener Dialog und das würde uns allen sehr, sehr, sehr helfen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute wieder so zahlreich erschienen sind. Das macht mich richtig stolz, die Künzelsauer demonstrieren zu sehen. Ich finde es toll, dass Sie so aktiv Ihre Bürgerrechte ausleben. Lassen Sie sich davon auch nicht abbringen. Seien Sie demokratisch. Bekennen Sie, wozu Sie stehen, was Ihnen wichtig ist. Und machen Sie das auch in Zukunft. Das ist wirklich wichtig. Sonst haben wir auf dem Land ein riesiges Problem. Wir müssen versuchen, unsere Strukturen zu bewahren. Weil das wird in 10 Jahren oder in 20 Jahren, wird uns das massivst einholen. Wir werden definitiv ein Versorgungsproblem bekommen, wenn wir es nicht jetzt schon haben. Über mehrere Monate sind immer wieder, nachdem wir mit der Berichterstattung angefangen haben, diverse Leute zu uns hergekommen und haben uns geschildert, was sie so alles erlebt haben in den Krankenhäusern,
wie lange sie auf Rettungswagen in den letzten Wochen gewartet haben. Das waren teilweise 1,5 Stunden, hat jemand auf einen Rettungswagen gewartet. Wir kennen die Gründe nicht, aber wir haben das mehrfach gehört. Wir haben auch mit direkten Quellen gesprochen und wir waren auch in den Krankenhäusern in Bad Mergentheim und Schwäbisch Hall. Auch da kann es sein, dass es zu Engpässen kommt in den Betten. Wir haben einen Fall gehabt, der hat uns alle berührt. Da war eine Patientin, die ziemlich stark krank war. Die musste eine Woche warten, bis sie ins Krankenhaus konnte und ein Bett bekommen hat. In diesen Zuständen leben wir momentan jetzt schon teilweise. Es ist nicht die Regel, aber es gibt es schon. Und es wird sich mit Sicherheit nicht verbessern, wenn man ein weiteres Krankenhaus schließt. Ja. Deswegen vielen Dank, dass Sie mir heute zugehört haben. Wir werden uns mit Sicherheit hier noch öfter sehen. Ich hoffe, ich sehe auch ganz viele lokale Politiker und Kreisräte, den Bürgermeister, den Landrat. Nein, wir wollen hier offen kommunizieren. Wir wollen offen miteinander sprechen. Wir wollen ehrlich miteinander sprechen. Und wir kämpfen, wir dürfen nie vergessen, wir kämpfen für eine gemeinsame Sache. Wir sind keine Feinde untereinander, wir versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden und ich denke, wenn jeder versucht, das Beste zu machen, dann wird auch das Beste passieren. Dankeschön. Applaus